Ich brauch keinen Stern, ich brauch keine Krone, das interessiert mich nicht die Bohne. Darum sag ich dann mein Buch, ich brauch vom Zirkulat die Uhr. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ich habe viele Zirkula-Uhren gezeigt, ich habe die Zirkula Aquasport mehrfach gezeigt, habe selber zwei davon und trotzdem gibt es eine weitere Aquasport, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Jetzt muss ich kurz weggehen, einfach weil ich die Uhr hier hinten habe und ich sie euch gerne live zeigen möchte. Die ist nämlich klasse. Ist es eine perfekte Uhr? Das kann ich, glaube ich, nicht sagen. Ich finde, es gibt einen Punkt, der zum Zeitpunkt meines Reviews, was ich jetzt heute hier mache, verbesserungswürdig wäre. Vielleicht ist das schon gelöst zum Zeitpunkt, wenn das Video rauskommt. Das weiß ich aber nicht. Es handelt sich hier um die Aquasport GMT. Eine monstergeile Uhr. Entschuldigung, das musste ich einfach mal sagen. Echt klasse. Richtig super, gefällt mir. Mega, mega gut. Mit Ausnahme eines Punktes, aber auf den komme ich noch, wenn ich euch die Uhr jetzt im Detail zeige. Die Zirkula Aquasport GMT, eine richtig tolle Uhr. Ich habe sie gesehen und war begeistert. Ich habe die Aquasport ja schon mehrfach vorgestellt, deswegen jetzt nur im Schnelldurchlauf. 40 mm Durchmesser, Horn zu Horn 46 mm, Höhe 12,6, 200 Meter wasserdicht. Leuchtmasse verwendet ist Super Luminova C3X1. Die Lünette dreht hier beidseitig mit 24 Klicks, anders als bei der Taucheruhrenvariante, denn hierbei handelt es sich ja um die GMT-Variante. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Uhr gesehen und war absolut mega begeistert. Und habe gedacht, besser kann man die Uhr nicht machen, aber das stimmt nur fast. Warum fast? Da komme ich gleich drauf. Zunächst einmal, die Uhr ist deutlich teurer als die Taucheruhrenvariante. Die GMT beginnt bei 1299 Euro. Das ist ein richtig satter Sprung. Von der Taucheruhr, die glaube ich um die 800 Euro liegt, 799 um diesen Dreh rum. Das liegt aber daran, dass die GMT-Werke einfach ganz furchtbar teuer sind und nicht daran, dass Zirkula sich hier an der Uhr gesünder stoßen möchte als an den anderen Uhren. Schauen wir mal, wie die Uhr an meinem Arm sitzt. Dafür muss ich die schwarze Laco Edition 96 abnehmen. Übrigens, die Laco hat 42 mm, die Zirkula 40. Also man sieht, dass die Uhr durchaus präsent am Arm ist. Die Uhr gibt es sowohl mit dem hier gezeigten Tropical Rubber als auch mit dem von Zirkula bekannten Beads of Rice. Oh, ich sehe gerade, das ist eine Präsentationsuhr, das Band ist verkehrt rum montiert. Ist aber gar kein Problem, denn es gibt hier Schnellwechselstege. Das ist klasse, damit kann man nämlich die Uhr ratzfatz richtig montieren. Braucht nicht mal Werkzeug dafür und das Ganze geht hoffentlich sogar mit Handschuhen.
Schauen wir mal kurz rein. Wenn es mit Handschuhen geht, das wäre natürlich absolut der Wahnsinn. So, das war das eine. Und jetzt machen wir noch Pflück das andere. Ebenfalls mit Handschuhen. Und jetzt ist das Band richtig montiert. Eben mal Band gewechselt mit Handschuhen dank Schnellwechselstege. Ach, das erlaubt mir auch kurz einen Blick auf den Boden zu werfen. Der bekannte Taucher von Circula bei der Aquasport. Und jetzt schauen wir mal, wie die Uhr an meinem Arm sitzt. Also ich mag das Tropical Band von Circula sehr. Das ist ein sehr weiches, angenehm tragbares Band. Und die Uhr sieht natürlich echt klasse aus. Gefällt mir wirklich, wirklich richtig gut. Ich mag die Farbgestaltung. Ich mag auch das Glitzern der Indizes. Die Indizes sind metallisch gefasst, sodass hier ein wahres Feuerwerk je nach Lichteinfall auf dem Ziffernblatt stattfindet. Wirklich klasse. Die GMT-Funktion ist dezent. Auf dem inneren Ring, der übrigens auch nochmal mit einer Vertiefung angelegt ist, sodass er nicht nur aufgedruckt ist, sondern auch noch einen optischen Akzent setzt durch den Schritt nach unten, wo die 24 Stunden markiert sind. Es ist also auch tatsächlich eine echte GMT-Uhr mit einem 24-Stunden-Zeiger und nicht nur zwei 12-Stunden Zeitanzeigen. Die Lünette besteht aus Saphirglas und es müsste das Sellita SW330 verbaut sein. Die Farbgestaltung gefällt mir richtig gut, also wirklich hammermäßig gut. Das Grau der Lünette, das Dunkle des Blattes, die Zeiger, wirklich richtig edel kommt die Uhr her. Und natürlich mit einer leuchtenden Krone, griffigen Lünette und das Ganze in einer für mich nahezu optimalen Größe. Aber warum ist sie nicht perfekt? Ich sagte ja, eine fast perfekte Uhr. Ihr könnt hier sehen, der GMT-Zeiger zeigt wunderbar auf die innere 24-Stunden-Skalierung. Für mich persönlich ist er aber zu kurz für die äußere 24-Stunden-Einteilung auf der Lünette. Ich persönlich fände es besser, wenn wir auf der äußeren Lünette eine 12-Stunden-Einteilung hätten, aber mit einer 24-Stunden-Rasterung, sodass man über die Lünette dann tatsächlich auch Zeitzonen einstellen kann, die einen Halbstundenversatz haben. Ich glaube, Indien ist so eine. Und diese Zeitzone könnte man dann über den Stundenzeiger anzeigen, der deutlich breiter ist und auch markanter auf die Lünette verweist. De facto ist der Stundenzeiger nur marginal länger als der GMT-Zeiger, aber dadurch, dass er dicker, breiter und sichtbarer ist, fällt es mir persönlich leichter, den entsprechenden Bezug zur Lünette herzustellen. Zum Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, habe ich noch keine endgültige Antwort von Cornelius Huber, dem Inhaber von Circula, enthalten, ob es das Lünetten-Inlay auch mit einer 12-Stunden-Skalierung gibt. Persönlich würde ich das sehr begrüßen, weil das die Uhr für mich zu einem absolut perfekten Allrounder bzw. der perfekten Reiseuhr machen würde. 1.299 Euro kostet das Schmuckstück. Zum Start gibt es sie in zwei Farbvarianten, die ich euch auch beide einblende. Ja, das war die fast perfekte Uhr. Mein persönlicher Favorit aus der Aquasport-Reihe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über die Uhr denkt. Schaut euch gerne weitere Videos von mir an. Mir hilft das und euch macht es hoffentlich Spaß. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.